Servus, ich bin der Hansi, Bergführer von Alpine Welten. In unserem Alpin-Tutorial erkläre ich euch heute die Selbstrettung aus einer Gletscherspalte. Nach einem Spaltensturz haben die Retter das Seil an einem Teeranker oder einer Eisschraube fixiert. In diesem Fall bin ich der Gestürzte und weiß, wie ich mich aus einer Spalte selbst retten kann. In der Spalte hängend lege ich einen Rettungsprusik auf das gespannte Seil. Der Prusik hält mit drei Wicklungen gut am Seil, auch wenn es nass oder vereist ist. Ich knote die Rebschnur mit einem Sackstich unter dem Prusik ab. In dieses entstandene Öhr hänge ich später einen Umlenkkarabiner. Ich schiebe den Prusikknoten auf Armlänge am gespannten Seil nach oben und anschließend wieder um 10 cm zurück. Ich führe ein Ende des Prusiks durch meinen Anseilring am Gurt und verknote beide Enden mit einem Sackstich. Jetzt hänge ich einen Karabiner in das Öhr unterhalb des Prusik ein. Dieser Karabiner dient später als Umlenkung beim Selbstflaschenzug und darf auf keinen Fall vergessen werden. Meine Sitzschlinge ist fertig. Mit einer zweiten Rebschnur lege ich einen Prusik unterhalb meiner soeben gebauten Sitzschlinge. Die offenen Enden verknote ich mit einem Sackstich so, dass ich mit gebeugtem Bein gerade noch hineinsteigen kann. Meine Trittschlinge ist fertig. Mittels der Raupentechnik geht es nun Hub für Hub und möglichst nah an den Spaltenrand nach oben. Der Hub sollte aus dem Bein kommen. Die entlastete Sitzschlinge wird bei der Aufwärtsbewegung mit der Hand nach oben geschoben. Das Seil schneidet sich beim Sturz meist tief in den Spaltenrand ein, so wird auf den letzten Metern meist ein Selbstflaschenzug nötig. Dazu benötige ich eine Rücklaufsperre im Anseilpunkt. Diese erstelle ich behelfsmäßig mit einem Garderklemmknoten. Die Trittschlinge sollte dabei abgebaut werden und in der Jacke oder am Gurt verstaut werden. Die beiden Schnappkarabiner hänge ich gleichlaufend in den Anseilring des Klettergurts ein und darin den Garderklemmknoten. Das lose Seil führe ich durch den Umlenkkarabiner am oberen Rettungsprusik. Durch starkes Ziehen mit Anheben des Beckens geht es langsam über den Spaltenrand. In kreisenden Bewegungen kann das Seil aus dem Spaltenrand herausgearbeitet und der Prusik des Umlenkpunktes immer wieder nach oben geschoben werden. So geht es ziemlich kraftraubend über den Spaltenrand. Regelmäßige Übung lässt dich im Ernstfall ruhig und gelassen reagieren. Alternativ zum Prusiknoten kann ich meine Sitzschlinge mit einem T-Block und meine Trittschlinge mit der Mikrotraktion aufbauen. Vor allem beim Überwinden des Spaltenrandes reduziert die Mikrotraktion die Seilreibung enorm. Wann setze ich eine lose Rolle ein und wann mache ich eine Selbstrettung? Diese Frage kann nicht pauschal beantwortet werden und hängt stark von der Situation des Geländes und der Seilpartner ab. Grundsätzlich kannst du sofort mit der Selbstrettung beginnen, auch wenn die Kameraden parallel eine lose Rolle aufbauen. Du kannst dich in dieser Zeit zumindest schon bis zum Spaltenrand emporarbeiten und das spart viel Zeit und Kraft. Es handelt sich hier um eine behelfsmäßige Bergrettungstechnik. Man muss sich auf verschiedenste Situationen und Verhältnisse einstellen. Achte, wo immer möglich, auf den Einsatz von Verschlusskarabinern und auf eine möglichst hohe Sicherheit. Im Ernstfall musst du jedoch mit dem vorhandenen Material in der vorherrschenden Situation zurechtkommen. Handle hier mit Übersicht und Überlegung. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Schaut auf unseren YouTube-Channel vorbei, wir haben noch einen Haufen andere interessante Themen. Und jetzt wünsche ich euch viel Spaß in die Berge.